Das 75. DFB-Pokalfinale steht an. Der FC Bayern will in Berlin das Double holen. Zum ersten Mal bin ich mit dabei und die Spannung steigt von Minute zu Minute. Den ganzen Tag gibt's in der Hauptstadt tolle Aktionen, zum Beispiel Autogrammstunden mit Vereinslegenden. Kurz gesagt, die Stadt ist rot-weiß. Man spürt die Euphorie, es fühlt sich einfach alles richtig an. Sogar der Taxifahrer trägt die richtigen Farben. Okay, das muss er tun, sonst wird er gefeuert. Das Taxi ist nämlich vom FC Bayern. Naja, die Saison hatte einige Höhen und Tiefen. Ja, man ist deutscher Meister, aber die Luft ist raus. Das Aus in der Champions League tat weh. Trotzdem ist der DFB-Pokal kein Trostpreis. In einem Finale werden Spieler zu Helden und Helden zu Legenden. Ich hatte den ganzen Tag das Gefühl, heute wird Geschichte geschrieben. Erst in der Innenstadt und jetzt im Stadion. Wir sind angekommen. Oh, es fühlt sich so geil an. Ja, und nicht nur geil, sondern so wie du den ganzen Tag schon gesagt hast, es fühlt sich so richtig an, ja, dass wir hier sind, in Berlin und Pokalfinale. Ja, weil wir den DFB-Pokal gewinnen. Punkt, aus, fertig, da gibt es keine Diskussion. Und wir schauen ja schon den ganzen Tag auf unsere Brust. Also ja, nicht, weil wir so einen fetten Ausschnitt haben oder so. Nee, wegen dieses Pokalfinal-Patches, das unser neues Home-Trikot ziert. Ach, schön. Weil es einfach wunderschön ist. Leute, wir gehen jetzt mal ins Stadion. Lehnt euch zurück und genießt es, genauso wie wir es machen. Erst seit 1985 findet das Pokalfinale jährlich im Berliner Olympiastadion statt. Davor wurde der Endspielort relativ kurzfristig bekannt gegeben. Der Charme des Fußballstadions hat mich sofort in den Bann gezogen. Es ist eben kein typischer Fußballtempel, aber trotzdem modern. Für die Heim-WM 2006 musste es modernisiert werden. Die Kosten lagen bei 242 Millionen Euro. Ich komme nicht mehr aus dem Grinsen raus. Das, was wir hier gerade sehen, das ist wirklich von grotesker Geilheit. Das ist überwältigend. Wir haben unglaubliche Plätze. Ja. Ihr seht es ja jetzt auch gleich. Direkt an der Eckfahne. Ganz weit unten. Die Eintracht-Fans haben irgendeine Choreo vorbereitet. Wir haben... So, jetzt halt. Wir haben so Fähnchen. Auf jeden Fall auch ein geiles Souvenir. Dann später für zu Hause und fürs Studio. Ja. Und wir wünschen uns keine Elfmeterschießen, aber wenn es eins geben sollte, dann bitte hier auf dieses Tor vor unserer Nase. Ganz in Weiß wollen die Eintracht-Fans ihr Team unterstützen. Sie sind einfach der 12. Mann. Ich bleib dann doch lieber in Rot. Ich fühle mich da deutlich wohler. Und Leute, das Kribbeln im Körper ist vor so einem Finale krass. Das Duell zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt gab es ja bereits 2006. Da gewannen die Rekordpokalsieger knapp 1:0. Vor dem Stadion ist ein Walk of Fame mit Fuß- und Handabdrücken von Legenden. Zum Beispiel auch von meinem Vorbild Olli Kahn. Da musste ich einfach mal die Handgröße abchecken. Heute geht dann auch die Ära einer Trainerlegende zu Ende. Jupp Heynckes geht in den Ruhestand und das hat er sich wirklich verdient. Tja, leider gibt's aber einige Eintracht-Fans, die weder Respekt, Anstand noch Ehre haben. Jupp den Tod zu wünschen ist krass. So etwas hat in dem Finale nichts zu suchen. Zum Glück gibt's aber auch noch andere Fans im Block, die eine tolle Choreo vorbereitet haben. Der Tisch ist also gedeckt, es kann ein großes Pokalfinale geben, bis das hier passiert. Ihr wisst, ich bin kein Fan von Pyro, hier muss ich aber mal zugeben, bei der Eintracht sieht das echt geil aus. Tja, auf der anderen Seite sehen wir das hier, beziehungsweise wir sehen gar nichts außer Rauch. Leute, was bringen denn bitte Rauchbomben im Stadion? Das sorgt doch nur für Unruhe. Den Frankfurtern hat's wohl den Kopf vernebelt, denn Levi trifft endlich mal wieder. Tja, zu früh gefreut. 1:2. Wir schwitzen und zittern bis zur letzten Sekunde, vor allem wegen dem Videobeweis. Also, sei mir nicht böse, Moritz. Aber wir waren hier am Strafraum. Und ich persönlich habe eine Berührung gesehen. Also, aber... Bitter. Mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Herzlichen Glückwunsch an die Eintracht.